Guten Abend, herzlich willkommen an der Frankfurter Börse an einem Tag mit eingebauter Schnapszahl. Den 12.12.12 dürfte die Deutsche Bank in Zukunft gut in Erinnerung behalten. Schließlich fahren nicht alle Tage Busse mit Polizisten vor der Zentrale in Frankfurt vor. Auch anderswo bekam die Deutsche Bank Hausbesuch von der Polizei. Es geht um Geldwäsche und Steuerhinterziehung. Gegen 5 Personen erließ die Staatsanwaltschaft Haftbefehl, gegen 25 wird ermittelt. Besonders pikant dabei, einer davon ist Jürgen Fitschen, Co-Chef der Deutschen Bank. Konkret geht es bei den Ermittlungen um Steuerhinterziehung beim Handel mit sogenannten Luftverschmutzungsrechten. Die Geschäfte wurden über die Deutsche Bank abgewickelt und die Bank musste sich in einem Prozess 11 vorhalten lassen, den grenzüberschreitenden CO2-Zertifikatehandel erst so richtig angeschoben zu haben. Die Deutsche Bank saß damals aber nicht auf der Anklagebank. An der Börse ist die Aufregung daher vergleichsweise gering. Zwar gab das Papier nach, aber nur wenig. Die Aktie lag am Ende des Tages bei 34,28 Euro, ein Minus von 0,1%. Anleger freuen sich über die Ankündigung der US-Notenbank Fed, neue Anleihekäufe zu tätigen. Erst gestern gab es einen neuen Jahreshöchstwert, doch heute ist das schon wieder Schnee von gestern. Denn der DAX hat eine neue Marke geknackt und schließt den Computerhandel bei 7.615 Punkten, 0,3% mehr als gestern. Dieser 12.12.12 könnte auch für alle anderen Banken ein denkwürdiger Tag werden, denn heute beraten Europas Finanzminister über eine gemeinsame Aufsicht. Offenbar haben sich Paris und Berlin hinter den Kulissen bereits auf einen Kompromiss geeinigt. Danach soll die EZB alle systemrelevanten Banken beaufsichtigen und solche, die staatlich gestützt werden. Alle weiteren sollen weiterhin von nationalen Aufsehern kontrolliert werden. Die EZB soll in begründeten Fällen aber einschreiten, den nationalen Aufsehern Anweisungen erteilen und die Aufsicht über jede Bank an sich ziehen. Ein ereignisreicher Tag für die Banken, aber nicht nur. An dieser Stelle all denen, die sich heute am 12.12.12 getraut haben, alles Gute und die besten Wünsche für die Zukunft. Ihnen und allen anderen noch einen schönen Abend. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Ermittlungen wegen des Verdachts auf Steuerbetrug bei der Deutschen Bank haben nun auch den Vorstand erreicht. Wie das Geldinstitut mitteilte, werden Konzernchef Fitschen sowie Finanzvorstand Krause überprüft. Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt ermittelt insgesamt gegen 25 Mitarbeiter. Gegen 5 Verdächtige wurden Haftbefehle erlassen. Vorausgegangen war eine groß angelegte bundesweite Razzia. 500 Ermittler durchsuchten am Morgen die Zentrale der Deutschen Bank in Frankfurt am Main und Gebäude in Berlin und Düsseldorf. Bei den seit Jahren laufenden Ermittlungen geht es um Steuerhinterziehung beim Handel mit Emissionsrechten. Bereits im Dezember 2011 waren 6 Männer einer internationalen Bande verurteilt worden. Im Zuge der Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht, dass Deutsche Bank-Mitarbeiter mit ihnen zusammengearbeitet haben. Der Tatkomplex wegen des Verdachts der schweren Steuerhinterziehung, versuchten Strafvereitelung und Geldwäsche richtet sich nunmehr insgesamt gegen 25 Beschuldigte. Den Beschuldigten wird unter anderem vorgeworfen, Geldwäscheverdachtsanzeigen pflichtwidrig nicht erstattet zu haben, beziehungsweise relevante Beweise unterdrückt zu haben. 5 Mitarbeiter der Deutschen Bank wurden heute festgenommen. Sie sollen den Handel mit Luftverschmutzungsrechten über europäische Grenzen hinweg ermöglicht haben. Mehr als 230 Millionen Euro Umsatzsteuer konnten so von der internationalen Bande hinterzogen werden. Die Ermittlungen richten sich nun auch gegen Deutsche Bank-Co-Chef Jürgen Fitschen und Finanzvorstand Stefan Krause. Die beiden Manager haben die fragliche Umsatzsteuererklärung der Bank unterzeichnet. Ich glaube schon, dass es ein relativ großer Imageschaden ist für die Deutsche Bank. Und das ist ja auch nicht das erste Mal. Der Libor-Skandal, die Probleme mit der Kirchgruppe, jetzt abenteuerliche Finanzkonstruktionen. So kann man auch als größte deutsche Bank kein Vertrauen gewinnen, sondern man wird es verlieren. Und das ist, glaube ich, schon ein Problem für die Deutsche Bank. Für die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt sind die illegalen Geschäfte beim Handel mit Luftverschmutzungsrechten einer der größten Wirtschaftsskandale in Deutschland. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Guten Abend, meine Damen und Herren. Als seien Banken nicht schon unbeliebt genug. Jetzt hat das größte deutsche Geldhaus auch noch die Polizei im Haus.
Einen tiefgreifenden kulturellen Wandel, das hatte das neue Führungsduo der Deutschen Bank vor gerade mal 3 Monaten versprochen. Das größte deutsche Geldinstitut sollte wieder in die Mitte der Gesellschaft rücken, Vertrauen zurückgewinnen. Doch nun ermittelt die Frankfurter Generalstaatsanwaltschaft gegen Mitarbeiter der berühmten Zwillingstürme. 5 wurden sogar verhaftet. Es geht um nicht weniger als um einen der größten Fälle von Umsatzsteuerbetrug in der Geschichte der Bundesrepublik. Und auch Vorstandschef Fitschen ist im Visier der Ermittler. Gerrit Rudolph. Ungebetener Besuch in der Morgenstunde bei Deutschlands größtem Geldhaus. 500 Beamte von Bundeskriminalamt, Bundespolizei und Steuerfahndung durchsuchten die Zentrale der Deutschen Bank in Frankfurt am Main und Gebäude in Berlin und Düsseldorf. Es geht um Steuerhinterziehung beim Handel mit Luftverschmutzungsrechten. Deshalb waren vor einem Jahr 6 Kunden der Deutschen Bank verurteilt worden. Bei den fortdauernden Ermittlungen gerieten nun Deutsche Bank-Mitarbeiter in den Verdacht, den Kunden die Steuerhinterziehung aktiv ermöglicht zu haben. Der Tatkomplex wegen des Verdachts der schweren Steuerhinterziehung, versuchten Strafvereitelung und Geldwäsche richtet sich nunmehr insgesamt gegen 25 Beschuldigte. Den Beschuldigten wird unter anderem vorgeworfen, Geldwäsche-Verdachtsanzeigen pflichtwidrig nicht erstattet zu haben, beziehungsweise relevante Beweise unterdrückt zu haben. 5 Mitarbeiter der Deutschen Bank wurden heute verhaftet. Durch ihre Mithilfe sollen von den Kunden bei illegalen Geschäften im Emissionshandel mehr als 230 Millionen Euro Umsatzsteuer hinterzogen worden sein. Die Ermittlungen richten sich nun auch gegen Deutsche Bank Co-Chef Jürgen Fitschen und Finanzvorstand Stefan Krause. Sie haben die fragliche Umsatzsteuererklärung der Bank aus dem Jahr 2009 unterzeichnet. Dazu äußerte sich das Geldinstitut heute nur schriftlich. Diese Erklärung hat die Bank bereits vor längerer Zeit freiwillig korrigiert. Anders als die Staatsanwaltschaft vertritt die Deutsche Bank die Auffassung, dass diese Korrektur rechtzeitig erfolgte. Für die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt sind die illegalen Geschäfte beim Handel mit Luftverschmutzungsrechten einer der größten Wirtschaftsskandale in Deutschland. Ja, Klaus-Rainer Jakisch in Frankfurt. Was bedeuten denn diese Untersuchungen für das Image der Deutschen Bank? Ja, dieser Vorfall hat in der Tat das Potenzial, das Image der Deutschen Bank durchaus zu beschädigen. Das liegt zum einen an der großen Dimension, die dieser Fall möglicherweise hat. Das liegt aber eben auch an der Schwere des Vorwurfs. Wir sprechen hier immerhin von schwerer Steuerhinterziehung, die der Deutschen Bank vorgeworfen werden, in nicht unbeträchtlicher Höhe. Und dann kommt hinzu, dass, sollten sich die Vorwürfe bestätigen, eben möglicherweise es hier Verstrickungen bis in die oberste Vorstandsebene gibt. All das ist natürlich schon sehr gravierend und kann dementsprechend den Ruf der Bank schädigen. Man muss das Ganze auch vor dem Hintergrund sehen, dass die Bank derzeit quasi eine ganze Flut von Klagen im Moment anhängig hat in verschiedenen Bereichen. Die spektakulärste ist ja sicherlich der Vorwurf, dass man eben Zinsmanipulationen mitbetrieben hat in Großbritannien. Aber auch viele Kommunen klagen derzeit gegen die Deutsche Bank, weil sie sich wegen dubioser Produkte hinters Licht geführt fühlen. Es gibt viele anhängige Klagen im Zuge der Finanzkrise und, und. Also auch ein großes Institut wie die Deutsche Bank kann sich das auf die Dauer nicht leisten. Dieser aktuelle Fall hier, der hat ja seine Wurzeln im Jahr 2009, also nach Ausbruch der Immobilien- und Finanzkrise. Hätte da eine so renommierte und erfahrene Bank nicht vorsichtiger sein können und müssen? Ja, das sollte man hoffen, das wäre auch zu wünschen, aber leider ist die Praxis etwas anders. Nach unserer Informationslage ist es nicht nur in vielen Abteilungen der Deutschen Bank so, sondern auch in vielen anderen Finanzinstituten, dass die Lehren, die man aus der Finanzkrise gezogen hat, eben nicht allzu nachhaltig sind. Und immer häufiger, auch gerade in letzter Zeit, muss man feststellen, dass doch wieder das große Rad gedreht wird, wie vor der Finanzkrise selbst. Das ist ja auch nicht verwunderlich, denn die europäischen Steuerzahler haben der Finanzbranche ja quasi ein sehr umfangreiches und umfassendes Sicherheitsnetz gespannt. Das heißt, wenn was schief geht, zahlt in der Regel immer der Steuerzahler. Und das ist nicht unbedingt ein Anreiz für die Finanzbranche, die Kultur zu ändern, dass hier ein Anreiz geschaffen wird, um dieses Verhalten zu ändern und hier auch dann vorsichtiger und vielleicht auch etwas gewissenhafter zu agieren. Klaus-Rainer Jakisch, danke nach Frankfurt.